Hallo und moin, willkommen beim Mobitest. Hier ist Markus und willkommen zum Amazfit Cheetah Unboxing, Einrichten, genauer anschauen und ein paar Gedanken zu dieser Uhr, die Amazfit Cheetah. Und bevor der ein oder andere jetzt sagt, hey, du hast aber in der Videobeschreibung Cheetah und Cheetah Pro geschrieben, stimmt, denn die Cheetah und die Cheetah Pro sind im Endeffekt die gleichen Uhren. Wie komme ich jetzt zu einer Amazfit? Wir vom Mobitest testen seit Ewigkeiten Amazfit-Uhren. Und wir kennen noch die Zeiten, wo bei Amazfit die Uhren in der Schublade kaputt gegangen sind. Diese Zeiten sind mittlerweile lang vorbei. Amazfit ist mittlerweile ein Hersteller, der sehr, sehr gute, sehr günstige, aber auch sehr gute Uhren herstellt, die technisch absolut auf der Höhe sind, bei denen es aber immer so ein bisschen an der Software fehlt. Also die benötigen häufig noch so ein bisschen Feinschliff in der Software. Und wie ihr wisst, ich suche seit langer Zeit einen Nachfolger für meine Garmin Fenix. Ich liebe meine Garmin Fenix heiß und innig. Wir haben hier aber ein großes Problem bei dieser Uhr. Und das Problem der Garmin Fenix hat diese Uhr hervorgetan. Die Garmin Fenix wiegt 85 Gramm. Fast 100 Gramm für eine Uhr, die man tagtäglich am Handgelenk trägt. Und nach 100 Kilometer auf dem Fahrrad merkt man jedes Gramm. Und ich trage meine Uhren grundsätzlich zum Schlafen. Irgendwann habe ich dann die Pixel Watch getestet. Das ist die, die ich derzeit trage. Und habe festgestellt, wow, die ist aber angenehm leicht. Das ist ja, man spürt sie auch nachts gar nicht. Das Problem der Pixel Watch ist, sie hält, ihr kennt es von der Apple Watch, sie muss jeden Morgen geladen werden. Und das nervt. Ich habe dann die Galaxy Uhren probiert. Von Samsung. Die sind okay, die sind absolut gut. Ich habe dann die Fitbit Sense 2 probiert. Eine schreckliche Uhr. Kauft diese Uhr nicht. Videos sind unten alle verlinkt, wenn euch das interessiert. Und ich bin gestern zufällig, was man so zufällig macht, im Internet auf der Seite von Amazfit gelandet und habe die Amazfit Cheetah gesehen. Es gibt die Amazfit Cheetah und die Cheetah Pro. Diese hier, die Amazfit Cheetah in der hellen Version, nicht die Pro-Version, die dunkle und die helle, gefiel mir vom Aussehen ja unglaublich gut. Und ich dachte, da hat Amazfit aber mal eine schöne Uhr gebaut. Und dann habe ich mir die Werbung auf der Amazfit-Seite durchgelesen. Eine Profillaufuhr mit KI-unterstützten Coaching. Nun bin ich nicht der große Läufer, aber Radfahren tue ich relativ viel. Ich habe dann weiter gescrollt und habe dann gesehen, 32 Gramm. 32 Gramm für eine Uhr? Okay, mein Interesse war geweckt. 14 Tage Akkulaufzeit. Mein Interesse wurde noch mehr geweckt. Und dann kam etwas, was mein Interesse nach dem katastrophalen Test der Fitbit Sense 2 sofort in ungeahnte Höhen hat schießen lassen. Erlebe eine unglaublich 99,5% präzise GPS-Positionierung, vergleichbar mit professionellen GPS-Geräten. Und dann MaxTrack, branchenführende GPS-Technologie. Die Cheetah revolutioniert mit ihrer Dualband-GPS-Antenne die Tracking-Funktion von Smartwatchen. Revolutioniert. Dualband. Und dann hat Amazfit ein Bild gezeigt, wo man eine Strecke mit der Amazfit Cheetah, einem Gold Standard GPS-Locator und einem Competitor Smartwatch sieht. Und da habe ich mir gedacht, Moment. Gold Standard GPS Locator habe ich hier. Mein Fahrradcomputer. Der ist so fett mit GPS bestückt. Das ist ziemlich gut. Und eine Competitor Smartwatch habe ich auch hier. Meine Garmin Fenix. Den Gold Standard. Die beste Sportuhr der Welt. Könnte wirklich diese 229 Euro Smartwatch meine 500-600 Euro Fenix ersetzen? Normalerweise halte ich nichts vom Vergleichstest. Ich finde Vergleichstest immer ziemlich doof. Warum soll ich eine Apple Watch mit einer Galaxy Watch vergleichen? Hat überhaupt keinen Wert. So, es ist albern. Warum soll ich eine Garmin mit einer Galaxy vergleichen? Hat gar keinen Wert. Aber hier in diesem Fall hat Amazfit das selber gemacht, indem sie einen Gold Standard GPS Lokalisator und eine Mitbewerberuhr neben die Cheetah gestellt haben. Und jetzt, denke ich, wäre es nur fair herauszufinden, ist diese 230 Smartwatch wirklich so gut? Ich meine, verdammt, es ist eine Amazfit.
sie wird nicht mehr auseinanderfallen. Sie kostet 230 Euro, was ja nun auch nicht geschenkt ist. Auf der anderen Seite hat Amazfit mittlerweile Uhren, die 400 oder 500 Euro kosten. Ich bin also sehr, sehr gespannt auf diese Uhr. Jetzt kurz den Unterschied zwischen dieser Amazfit Cheetah und der Amazfit Cheetah Pro und warum ich mich für diese entschieden habe. Normalerweise hat die Pro-Version immer mehr Features. Es sind mehrere Sensoren eingebaut, bessere Hardware und. Nicht so bei der Amazfit Cheetah oder der Amazfit Cheetah Pro. Die Amazfit Cheetah wiegt 32 Gramm, die Pro wiegt 34 Gramm. Die Pro hat das größere Display. Das Gehäusematerial ist eine Titanlegierung. Jetzt wissen wir nicht, wie viel Prozent Titan da wirklich drin ist. Wie dem auch sei, der Cheetah besteht aus faserverstärktem Polymer, also aus Plastik. Wir haben bei der Pro ein Nylon-Armband, also ein Stoffarmband, bei der ein Silikonarmband. Ein Stoffarmband bin ich kein großer Fan von. Man schwitzt beim Sport und die saugen sich relativ schnell voll und Schwimmen ist damit auch doof. Ich finde gar nicht schlecht, dass da ein Silikonarmband da ist. Und dann das Aussehen der Uhr. Mir gefällt diese weiße Variante. Gefiel mir auf den Bildern richtig gut. Ich bin jetzt gespannt, wie sie im Original aussieht. Ansonsten ist fast alles gleich. Die Pro hat einen eingebauten Lautsprecher, über den man Musik hören kann und über den Live-Ansagen beim Sport durchgegeben werden. Bluetooth-Verbindungen haben natürlich beide. Das heißt, die Ansagen während des Sports werde ich über meine Kopfhörer bekommen. Beide haben ein AMOLED-Display, beide haben dieselbe Technologie verbaut. Da wird es dann wirklich spannend. Denn einige Sachen konnte Amazfit bisher nicht so gut. Pulsmessung am Handgelenk mache ich irgendwann nochmal ein extra Video darüber, warum man Pulsmessung grundsätzlich nicht am Handgelenk machen müsste. Schlaftracking konnte Amazfit bisher auch nicht sehr gut. Das war mir sehr wichtig bisher oder ist mir immer noch sehr wichtig. Aber wir haben intelligente Gesundheitsempfehlungen. Wir haben 100 Apps, die man auf diese Uhr laden kann, auch auf die normale. Wir haben Offline-Sprachassistent. Wie der funktioniert ohne Mikro, ohne Lautsprecher, finden wir raus. Wir haben Amazon Alexa integriert. Es ist alles dabei, was auch bei der Pro dabei ist. Und deshalb habe ich mir gedacht, die 70 Euro sind mir einfach ein Stoffarmband, ein kleines bisschen größeres Display und ein Titangehäuse nicht wert. Darüber hinaus gefällt sie mir vom Aussehen einfach besser. Und wie gut sie mir wirklich gefällt, schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt packen wir sie aus und richten sie ein. Ich glaube, ich würde vom Glauben abfallen, wenn ausgerechnet eine Amazfit meine Garmin ersetzen könnte, oder? Wir brauchen natürlich wie üblich bei Amazfit die sogenannte Zap-App. Das ist immer ein bisschen verwirrend, die App-Situation bei Amazfit. Diese Uhr funktioniert auf allen Betriebssystemen gleich gut. Sie funktioniert auf Android genauso gut wie auf iOS. Okay. Amazfit-Logo oben auf der Verpackung. Alter, ist die leicht. Und guck mal, wie dünn die ist. Also, egal. Schauen wir, das Armband fühlt sich auch ganz gut an. Schauen wir mal an, was mit dabei ist im Lade, in der Verpackung. Das Ladekabel, die sind bei Amazfit eigentlich immer relativ gleich. Das heißt, auch hier werden relativ weit auseinanderliegende Punkte sein. Ja, die beiden Pogo-Pins hinten. Das ist der übliche Amazfit-Ladepuck, wie wir ihn seit langer Zeit kennen. Der müsste magnetisch sein und dann, ja, perfekt. Alle gut. Ja, die Uhr sieht jetzt schon gut aus. Gefällt mir sehr gut. Die Uhr ist unglaublich flach. Also im Vergleich mal zu meiner Garmin, zu der Fenix. Oder? Die Uhr kann übrigens während des Trainings mit dem Touchscreen, das hat die Fenix nicht, oder mit den Knöpfen bedient werden. Knopfbedienung finde ich ja immer sehr gut. Alter, die ist wirklich, die ist leichter als meine Pixel Watch. Und die Pixel Watch ist schon ein Leichtgewicht. Armband fühlt sich okay an. Auch eine Sache, die mir gut gefällt, das Armband ist perforiert. Das hatte die zum Beispiel die Fitbit Sense 2 hat das nicht. Die hat ein geschlossenes Armband, was die Pixel Watch hier auch hat. Ein geschlossenes Armband ist beim Training
wenn der Schweiß nicht ablaufen kann oder so. Oh, unten ist auch eine Schutzfolie drüber. Ziehen wir die mal direkt ab. Ja, ich sagte ja schon, dass ich auf die Pultdaten gerade beim Sport, aber es scheint ein neuer Sensor zu sein, den sie da verbaut haben. Schauen wir uns die Uhr mal genauer an. Wir haben schon gesehen, sie ist unglaublich flach. Da unten, da scheint der Modusknopf zu sein. Der ist ein bisschen geriffelt. Die Knöpfe sind übrigens aus Metall. Oh, sehr schön, sehr schön. Die Krone vibriert und fühlt sich gut an. Sehr schön. Deutsch. Sehr schön. Leseberechtigung aktivieren. Zap. Benachrichtigung Zugriff erlauben. Zulassen. Klar, wir müssen die Benachrichtigung. Wir wollen ja die Benachrichtigung auf die Uhr bekommen. Und dann zurück in die App. Verstanden. Bei Benutzung der App. Zulassen, 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 zulassen. So, hier sind meine letzten ZAP-Daten drin. Jetzt hinzufügen, eine Uhr, nicht synchronisieren. Bei Benutzung der App, wie ihr seht, taucht hier jetzt ein QR-Code auf. Den müssen wir jetzt hier mit scannen. Kopplung mit Bluetooth. Ja, koppeln. Jawohl. Das Display gefällt mir auf den ersten Blick sehr gut. Jetzt ein neues Gerät festlegen. Bestätigen. Hier die Anleitung, wie man die Uhr benutzt. Sie funktioniert aber genauso wie alle anderen Smartwatches, die ihr kennt. Systemaktualisierung. Eine neue Download läuft, warten Sie 10 Minuten. Na, dann springen wir mal eben vor. Ich bin sehr auf die Datentiefe dieser Uhr gespannt. Wir können hier übrigens mit der Uhr auch Herzfrequenzgurte und Fahrradleistungsmesser verbinden. Ich bin gespannt, ob nur über Bluetooth oder auch über ANT Plus. Ich bin wirklich sehr gespannt auf diese Uhr. Ich finde, sie sieht richtig gut aus. Und die ist so wahnsinnig leicht, das ist schon cool. Okay, die ZAP-App hat sich im Laufe der letzten Jahre auch wirklich gemacht. Ich finde das Display schon ganz gut. Das ist kein Vergleich, Leute, zu den Uhren von vor einigen Jahren. Aber am Ende des Tages, die Uhr kostet 230 Euro. Das heißt, die sollte schon ganz gut sein, oder? So, das System wurde aktualisiert. Was ist neu? Welcome to Amazfit Cheetah Running. Watch with AI Coaching. Ja, dort ist ein AI-Trainer verbaut, der euch beim Training hilft und unterstützt. GPS-Accuracy wurde verbessert, also GPS. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Oh, die reagiert sehr smooth. Die reagiert sehr, sehr smooth. Also das gefällt mir ausgesprochen gut. Das Display ist schön. Da gibt es nichts zu deuteln. Das ist ein wirklich schönes Display. Einstellung. Das erste, was ich immer mache, ist Display. Always on Display. Einschalten. Ah, Zeitplan. Das ist gut. Dieser Zeitplan beim Always-On-Display ist deshalb so gut, weil ich so meinen Schlafmodus hinzufügen kann. Einschaltzeiten. Nee? Ja, ich weiß, aber 14 Tage versprichst du doch. Da kann ich auch ruhig mal 3, 4 Tage. Ich möchte es. Oh, der Vibrationsmotor ist gut. Startzeit um 7 Uhr. Always-On-Display. Handgelenk anheben zum Anzeigen. Reaktionsgeschwindigkeit empfindlich. Wir haben 14 Tage Laufzeit. Hier kann ich alles einschalten, weil am Ende des Tages, bei 14 Tagen Akkulaufzeit, ist das doch wurscht, oder? Bildschirm bei Benachrichtigung einschalten. Jawohl. Während des Trainings. Na komm, lauf weiter. Während des Trainings einschalten. Das ist sehr sinnvoll. Auch das haben die ein oder andere Uhr nicht mit dabei. Das heißt, während des Trainings möchte ich natürlich, dass das Display eingeschaltet ist. Ich muss ja meine Werte sehen.
Grüße gehen raus an Fitbit und die Sense. Klang und Vibration, Training, was haben wir hier? Trainingserkennung, GPS-Einstellung, Genauigkeit, Benachrichtigung ein, Benutzereinstellung, Tastenmodus, bitte nicht stören, DND, do not disturb, automatisch aktivieren, und zwar möchte ich, dass der bitte nicht stören Modus eingeschaltet wird von 22:30. Hätte ich das gerade eben ja gar nicht machen müssen. Derzeit soll bitte Display ausgeschaltet sein und ich möchte keine Benachrichtigungen mehr. Ah, hier. Obere Taste lange drücken. Was kann ich dort starten? Alexa, Offline, Sprachsteuerung, Training, Trainingsverlauf. Ja, werde ich wahrscheinlich später Training draufpacken, aber zurzeit App-Liste. Training. Morgen Update. Was ist das denn? Morgen Update. Passen Sie die Inhalte der vom Morgen Update an. Wetter, Batterie, Schlaf, Termin, Pi, gestrige Aktivität, was kann ich da noch hinzufügen? Zyklus-Tracking. Wow, hier steht sogar drin, was wie viel Akku gezogen hat. Details zur Nutzung. Außentraining. Karten. Karten. Bitte fügen Sie den Kartenloader auf der Kartenverwaltungsseite der App hinzu. Gesundheitsüberwachung. Ja, hier kann ich. Automatische Überwachung der Herzfrequenz? Nö, nicht alle 10 Minuten. Wir haben auch genug Akku. Ja, wir haben doch genug Akku. Wenn ich jetzt 3 Tage mit längs komme, anstatt 14 Tage, bin ich glücklich. Alarm für hohe Herzfrequenz? Unterstützte Schlafüberwachung? Überwachung der Atemqualität im Schlaf? Jo. Das bringt alles und kostet alles ganz, ganz viel Akku, was ich hier gerade mache. Automatischer Stressmonitor, ja, es hat allerdings, das sehen wir hier von hinten, das Ding hat natürlich keinen CDR-Scanner mit dabei, wie zum Beispiel die Fitbit Sense 2 oder die nächste Pixel Watch oder die Apple Watch sollen das auch bekommen. Ich werde da mal ein Video drüber machen, was das ist, um das mal zu erklären. Das ist nämlich eigentlich total spannend. Ja, Benachrichtigung, Stressabbau, aber sowas von automatisch. Ja, kostet Akku ohne Ende. Wir haben doch 14 Tage Laufzeit, oder? Ziffernblatttheke. Ah, schaut mal an. Wir haben hier unendlich viele Ziffernblätter. Oh, ein Porträtzifferblatt. Das ist neu. Das gefällt mir jetzt auf den ersten Blick schon mal gar nicht schlecht. Schauen wir mal weiter. Der App Store. Oh, mittlerweile sind da ja anständig viele Apps drin. Und das finde ich halt immer ein bisschen doof. Man kriegt die nicht weg. Das Schöne bei Android und den Benachrichtigungen von Android, die ja für mich einfach besser sind als zum Beispiel bei iOS, ich kann die jetzt einstellen und ich kann sagen, Uhr ist verbunden. Nein, die App diese Anzeige möchte ich nicht bekommen und schon ist sie verschwunden. So, was haben wir noch? Kartenmanagement. Puls bei Aktivität teilen, was ist das? Wenn aktiv, haben intelligente Geräte in der Nähe Zugriff auf deine Pulsdaten. Zum Beispiel mein Fahrradcomputer, aber ich nehme den Puls ja nicht von der Uhr, sondern von meinem Brustgurt. Mein Garmin. Geliebten Garmin-Brustgurt. Verknüpfungskarten. Wow, hier ist ja noch eine ganze Menge dabei. Pi. Packe ich mal direkt nach oben. Alexa, Aufgabenliste, Training gesamt, VO2 Max-Werte kann man übrigens bei Uhren immer vergessen oder zumeist, zumindest sind sie nicht sehr genau und beim Fahrradfahren kann man sie wirklich vergessen, die sind nur fürs Laufen da. Abbruch, achso, speichern. Ureinstellung, Display und Helligkeit, das Schöne ist, ich kann wirklich alles. Seht mal, wie schnell das geht. Wirklich alles. Von hier aus steuern. Das Always-On-Display gefällt mir nicht. Würde ich sagen, vielen Dank, wenn ihr bis hier durchgehalten habt. Und dann mache ich mich jetzt mal dran. Wenn ihr das Testvideo zu dieser Uhr nicht verpassen sollt, dann am besten folgt ihr unserem Kanal und lasst ein Abo da. Damit werdet ihr benachrichtigt. Ansonsten hören wir uns jeden Sonntag im Mobitest-Podcast. Die sieht gut aus. Ich finde wirklich, dass die gut aussieht. Schöne Uhr. Und sie ist wahnsinnig leicht. Wenn Sie dieses dynamische Symbol sehen, können Sie Ihre Anweisungen geben. Sprache festlegen. Offline-Sprachsteuerung. Weckmethode.
Krass. Also hier gibt es viel zu entdecken. Ich bin mal gespannt, was ich alles im Trainingsbereich einstellen kann. Das war's von mir, von der Cheetah ZEP. Ich könnte jetzt wahrscheinlich Stunden weitermachen, aber wie gesagt, großer Testbericht kommt. Markus vom Mobitest, jeden Sonntag der Mobitest Podcast. Wir hören uns in der Podcast-App. Wir lesen uns auf mobitest.de und lasst uns doch ein Abo hier, damit ihr nichts verpasst. Danke. Ciao.